Yassas und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir griechische Babadakia. Das sind kleine Severin-Teilchen, kann man sagen. Tortenstücke kann man auch dazu sagen. Nennt es wie ihr wollt. Ich zeige euch jetzt einmal die Zutaten dafür. Ich zeige euch zuerst die Zutaten für den Teig und erst später die weiteren Zutaten. Für den Teig brauchen wir 300 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, 100 ml Rapsöl oder Sonnenblumenöl, 2 Eier, 1 Päckchen Trockenhefe, 250 ml lauwarme Milch, eine Prise Salz und 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Der Teig ist recht schnell gemacht, dafür gebe ich zuerst die lauwarme Milch in meine Rührschüssel, gebe dazu die trockene Hefe, den Zucker, die Eier und diese sollten auch Zimmertemperatur haben, damit wir halt ein besseres Ergebnis haben. Dann das Öl. Das Mehl kommt dazu. Eine Prise Salz. Und ein Teelöffel Vanilleextrakt und das lasse ich nun in der Maschine miteinander verrühren. Mein Teig ist nun fertig. Jetzt nehme ich mir ein Muffinblech, besprühe dieses mit Backtrimspray. Ihr könnt aber auch wie immer Butter, Margarine oder Öl verwenden. Und jetzt befüllen wir unser Muffinblech nicht ganz so hoch. So ungefähr 3/4. Nach 30 Minuten Ruhezeit ist es soweit. Sie kommen in den Ofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 30 Minuten. Solange unsere Babadakia in dem Ofen sind, machen wir parallel unser Zuckersirup fertig. Und dafür brauchen wir 200 ml kaltes Wasser, 200 Gramm Zucker und eine halbe Bio-Zitrone. Dafür nehme ich einen Topf und gebe das Wasser, den Zucker, presse etwas den Saft aus und gebe aber auch die Hälfte sofort, also komplett einmal rein. Und das koche ich so lange auf, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Und dann ist es schon fertig. Für unsere Füllung brauchen wir 2 Päckchen Sahnesteif, ihr könnt auch Sahnepart nehmen, dann 3 Esslöffel Puderzucker, 400 ml kalte Sahne und etwas Vanilleextrakt. Und zum Schluss dekorieren wir noch mit Belegkirschen. In meine Rührschüssel gebe ich nun meine kalte Sahne rein, sowie den Sahnesteif und lasse dieses jetzt halbfest oder halb steif verrühren und erst dann gebe ich Vanilleextrakt und den Puderzucker dazu. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich den Puderzucker sowie etwas Vanilleextrakt dazugebe und nun lasse ich das in der Maschine richtig steif aufschlagen. Nach einer halben Stunde Backzeit habe ich sie aus dem Ofen genommen. Und ich habe sie etwas abkühlen lassen, so ungefähr 5 Minuten. Und jetzt löse ich sie vorsichtig aus der Form. Und gebe sie einfach andersrum, also einfach, ich drehe sie um und gebe sie mit der Seite nach unten. Einfach auf einen Rost und dort lasse ich sie etwas abkühlen. Als nächstes gebe ich meine noch warmen Babadakia in den lauwarmen und erkalteten Sirup. Dafür nehme ich die einfach und lasse sie ungefähr eine Minute, also eine halbe Minute pro Seite in den Sirup. Dann hole ich sie wieder raus und lasse sie dann auf dem Gitter abtropfen.
Jetzt stellen wir ein Babasaki komplett einmal fertig und dafür nehme ich mir eins von meinen Babasaki und ich gehe und schneide mir den Deckel davon ab, also komplett einmal durch. Nicht in der Mitte, sondern wir möchten nur den Deckel etwas abschneiden. Also es sollte halt so zwei Drittel an Masse halt unten bleiben und ein Drittel dann abgeschnitten werden. Dann nehme ich mir meine Sahne. Also fülle das mit Sahne. Bevor ich den Deckel wieder drauf tue, habe ich mir hier ein bisschen Aprikosenmarmelade warm gemacht. Und damit bepinsel ich den Deckel, damit er halt schön glänzt. Und das ist auch typischerweise, also so macht man das auch bei uns in Griechenland. Und auch wenn ihr das in der Konditorei zum Beispiel gegessen habt, ist das genauso. Es gibt natürlich auch Geschmack. Jetzt gebe ich den Deckel einmal oben drauf. So. Dann mache ich noch ein bisschen Sahne auf den Deckel. Und dann dekoriere ich zu Ende einfach mit einer Belegkirsche. Und unser Babasaki ist fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Yes, sir.